Der Aufregung ist ja ein Dünnbrettbohrer beinahe völlig untergegangen. Er hier, meine Damen und Herren, Horst Seehofer. Er hat ja diese Woche Folgendes gesagt. Ich zitiere einfach mal dieses Montagsmagazin hier. Also, ich ziehe den Schluss, dass wir keine zusätzliche Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen brauchen. Moment mal. Horst Seehofer warnt vor einem fremden Kulturkreis, dessen Mitglieder sich nicht anpassen, unsere Sprache nicht lernen und sich mittlerweile überall in ganz Deutschland ausbreiten? Was hat ausgerechnet Seehofer jetzt gegen die Bayern, frage ich mich da. Ein Fall für Caro Corneli, direkt aus Berlin. Bitteschön. Horst Seehofer hat mit den Worten, die Integrationsverweigerer müssen wir aber härter anpacken, wieder einen neuen Schwung in die Integrationsdebatte gebracht. Die Frage, die viele empört, über die wir alle aber insgeheim nachdenken, gibt es zu viele von ihnen in Deutschland? Gibt es zu viele Bayern? Selbst hier, mitten in Berlin, breiten sie sich aus. Sie zwängen uns ihre Kultur auf und schockieren mit ihren eigenen obskuren Traditionen. So viel Bayern mitten in Deutschland, geht das nicht ein bisschen weit? Mir geht's auf jeden Fall zu weit, ja. Ich finde, die Bayern sollen mit ihren Scheißfesten in Bayern bleiben. Ja, Hochdeutsch können die überhaupt nicht, ja. Finden Sie das nicht auch unfair, wenn Lahm und Schweinsteiger von den Bayern ausgepfiffen werden, nur weil sie für Deutschland spielen? Ich finde das völlig in Ordnung. Das sind Ausländer und die gehören deshalb nicht in unsere Nationalmannschaft. Sie breiten sich aus und sie sind überall. Ah ja, nehmen Deutschland ein, ja. Ich finde das einfach nur abartig, ja. Die Bayern gelten als religiöse Fanatiker und immer mehr Stimmen werden laut, dass ihre religiösen Bauten und Einrichtungen in Deutschland überhand nehmen. Hier sehen Sie nur eine von 24.500 katholischen Kirchen, die unsere Stadtbilder verschandeln. Wenn bayerische Kinder in deutschen Schulen Dirndl tragen, wie finden Sie das? In deutschen Schulen, Berliner Schulen, Hause weg. Für Unruhe sorgte zuletzt auch die Lamm-Affäre. Eine deutsche Lehrerin hatte auch ihren bayerischen Schülern Lamm serviert, obwohl deren Religion ausschließlich Weißwurst erlaubt. Wie würden Sie reagieren, wenn Sie erfahren würden, dass man Ihrem Kind in der Schule eine Weißwurst vorgesetzt hätte? Ohne Ihr Wissen vielleicht sogar noch. Ach, keine Ahnung. Schon ein Schock erstmal, oder? Natürlich. Wieso ist das vorgefallen? Es gibt nur wenige, die Widerstand leisten, so wie diese tapferen, an deutscher Tradition festhaltenden Wurstverkäufer hier. Würdest du auch Weißwurst mit süßem Senf verkaufen? Nein. Weil da hört die Integration auf, oder? Ja. Wenn Horst Seehofer sagt, dass wir keine zusätzlichen Zuwanderer aus anderen Kulturkreisen brauchen, da müssen wir ihm wohl recht geben. Doch letztendlich müssen wir auch darauf gefasst sein, dass Bundespräsident Wulff schon bald verlauten lässt, Bayern gehört inzwischen auch zu Deutschland.